Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die Bavmo-Gebrauchtwagen-Tipps. Das heutige Fahrzeug, welches wir unter die Lupe nehmen, ist der 7er BMW der F-Baureihe F1 bis F4. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der 7er BMW der Baureihe F1 läutete das Ende der vorher benutzten E-Baureihe ein. Denn er war der erste BMW, welcher unter einer F-Bezeichnung verkauft wurde. Der 7er der F-Reihe kam im Jahre 2008 auf den Markt und wurde bis 2015 gebaut. Die normale Limousine hat die interne Bezeichnung F01. Neben der normalen Limousine gab es auch, wie immer, noch eine Langversion, welche gegenüber der normalen Version um 140 mm verlängert wurde. Der Platz kam dem Fond zugute. Die Langversion wurde intern F02 genannt. Und kann durch ein L hinter der Modellbezeichnung erkannt werden, wie zum Beispiel bei einem 57 Li. Des Weiteren gab es natürlich wieder eine gepanzerte Version mit dem Namen High Security, welche die interne Modellbezeichnung F03 besitzt und nach VPAM-Zertifizierung eine allgemeine Widerstandsklasse 7 sowie für die nicht transparenten Teile die Widerstandsklasse 9 besitzt. Die Höchstgeschwindigkeit beim F03 wurde auf 210 km/h beschränkt. Die High-Security-Variante war nur als 57 Li und 67 Li bestellbar. Zu guter Letzt gab es noch eine weitere Bezeichnung, nämlich F04. Diese gab es nur für den 7er als Hybriden und nur beim Vorfacelift. Ab Facelift wurde auch der Hybrid mit den Bezeichnungen F01 und F02 fortgeführt. Also nochmal kurz zusammengefasst. F01 ist die Limousine in der Standardlänge von 5079 mm. F02 ist die Limousine in der Langversion mit 5219 mm. F03 ist die gepanzerte Version des 57 und 67 Li. Und F04 ist der Active Hybrid, allerdings nur als Vorfacelift, denn ab Facelift war dieser ebenfalls ein F01 in normaler Länge und F02 in der Langversion. Vergesst auch übrigens nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Folgt uns auch gerne auf Instagram oder auf Twitch. Motoren und Preise. Beim 7er BMW der F01-Reihe gab es eine recht überschaubare Motorenpalette, welche allerdings nie weniger als 3 Liter Hubraum hatte. Allerdings haben wir das erste Mal einen 7er mit Hybridantrieb in der Serienproduktion. Bei den Benzinmodellen fing es beim 47i Li mit 3 Liter Hubraum und 320 PS an und hörte erst beim 67i Li mit 6 Litern Hubraum und 544 PS auf. Bei den Benzinern gab es nur beim 57i oder Li optional Allrad X-Drive. Der Hybrid hatte im Vorfacelift einen 4,3 Liter V8 Verbrennungsmotor mit ca. 448 PS an Bord, welcher elektronisch unterstützt auf eine gesamte Systemleistung von ca. 465 PS kam. Dieser war unter der Modellbezeichnung F04 bekannt. Ab dem Facelift war nur noch ein R6 Triebwerk mit 3 Litern verbaut, welcher auch nur 320 PS leistete. Allerdings war nun mehr Kraft auf den Elektromotor gelegt, welcher alleine knapp 40 PS leistet und die gesamte Systemleistung auf etwa 354 PS anhob. Dieser Schritt war nötig, um den Kraftstoffverbrauch und die Emissionswerte stark zu reduzieren. Bei den Dieselmodellen gab es lediglich einen Motor mit 3 Litern Hubraum, welcher im Laufe der Bauzeit in verschiedenen Ausbaustufen angeboten wurde. Es fing an mit einem 37D und 245 PS und endete beim 57D mit 381 PS. Allradantrieb X-Drive gab es optional beim 37 und 47D in der normalen Version und beim 57D war X-Drive serienmäßig verbaut. Probleme der Baureihe. Grundsätzlich gilt der 7er BMW der F-Baureihe als einer der zuverlässigsten BMWs. Die Problematik ist eher, dass, wenn es zu Problemen kommt, diese in der Regel immer hohe Kosten mit sich ziehen. In Sachen Zuverlässigkeit hat die Baureihe auch beim ADAC durchweg gute Benotung erhalten.
Dennoch, auch eine für seine Zuverlässigkeit bekannte Oberklasse bleibt nicht vollkommen verschont. So können die Injektoren leider für äußerst teure Motorschäden schuldig sein. Dies macht sich durch Leistungsverlust und oder Motorruckeln zum Beispiel bemerkbar. Sollte dies der Fall sein, sollte man schnellstmöglichst die Injektoren prüfen lassen oder generell natürlich immer den Fehlerspeicher auslesen. Die Batterie kann öfter zu übermäßiger Entladung neigen bei früheren Modellen. Dies ist insbesondere deswegen unangenehm, da im 7er in der Regel kein kleiner Akkumulator verbaut wurde und dieser per Tester von einer Fachwerkstatt angelernt werden muss nach einem Tausch. Außerdem gab es einige Rückrufe im Laufe der Jahre, bei denen man darauf achten sollte, ob diese bereits durchgeführt wurden, sollte das Fahrzeug betroffen sein. 2011 wurde das Fahrzeug wegen fehlerhafter Wasserpumpen in die Werkstätten gerufen. 2013 gab es besonders häufig ausgefallene Kraftstofffilterheizungen und ab 2014 gab es oft Probleme mit der Ventilsteuerung. Beim 7er gab es zahlreiche Assistenzsysteme zu bestellen, die auch mitunter zu den besten seiner Zeit gehörten. Doch wo viel Technik steckt, kann auch viel kaputt gehen. So sollte man hier diese auf korrekte Funktionalität prüfen. Die Dieselmodelle können gerade bei der häufigen Nutzung im Stadtverkehr gerne verkorken. Seid ihr bereits Besitzer eines 7ers der F-Baureihe oder wart dies? Schreibt uns gerne eure Probleme und Erfahrungen in die Kommentare. Ausstattung. Der BMW 7er ist seit eh und je das Flaggschiff aus München. Wenn es um Eleganz und Luxus geht und wird mit guter Sportlichkeit kombiniert. Da steht es außer Frage, dass ein 7er BMW natürlich jede nur denkbare Luxusausstattung an Bord haben könnte, die BMW zu bieten hat. Unter anderem gelten die Assistenzsysteme als die besten seiner Zeit. So hat der 7er BMW der F-Baureihe beim ADAC-Test der Notbremsassistenten den Gesamtsieg geholt. Des Weiteren gab es Ausstattungen wie beispielhaft adaptives Kurvenlicht, adaptiver Tempomat, Integral-Aktivlenkung, Integral-Hinterachse, Soft-Close mit Automatik für die Heckklappe, Soft-Close für die Türen. Und noch haufenweise mehr. Wir haben eine PDF mit der Broschüre ab Facelift als Link in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr nach dem Video nochmal in Ruhe nachlesen, was es ab Facelift alles für Möglichkeiten gab auf 28 Seiten. Dies wird wahrscheinlich angenehmer sein, als wenn ich jetzt anfange, 3 Stunden lang mögliche Ausstattungen runterzurattern. Alternativen. Wahrlich große Konkurrenz gibt es in diesem Sektor nur sehr wenig. So haben wir natürlich erstmal die typischen Verdächtigen aus Stuttgart und Ingolstadt zur Auswahl, nämlich die Mercedes S-Klasse 221 und baujahrübergreifend 222. Sowie den Audi A8 D4. Doch auch fernab unserer Landesgrenzen gab es Alternativen. So gab es zum Beispiel vom japanischen Autobauer Lexus den LS, welcher eine recht ähnliche Bauzeit hatte und ebenfalls ein Fahrzeug der Oberklasse ist. Aus Indien bzw. Großbritannien, aus dem Hause Jaguar, gab es baujahrübergreifend den Jaguar XJ, Modell X350 und X351. Empfehlung. Beim 7er kann man keine so eindeutige Empfehlung aussprechen, denn hier entscheidet am Ende des Tages der Geldbeutel und der Wille, wie viel man bereit ist, an Unterhalt aufzubringen. Die Ausstattung macht hier auch mehr Gewicht aus als die reine Motorenwahl und hier muss jeder für sich selbst entscheiden, auf was sie oder er nicht verzichten kann oder will. So Freunde, das war's mit dem Bammo-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen sprechen wollt, dann vergesst auch nicht, uns bei Twitch unter www.bavo.tv zu folgen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew.